Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, ihr hört unser Literaturkreis. Wenn Sie wüssten, wie ich jetzt aussehe, ich habe eine lustige Perücke aufgesetzt, ein Haarteil, wie auch manchmal einer zu Hause rumliegen hat und wenn er ausgeht, Essen aufzieht. So, ich möchte heute einen schönen deutschen Heimatdichter vorstellen. Es handelt sich um den Düsseldorfer Lyriker Heinrich Heine. Berühmte Bücherwürmer unter uns wissen vielleicht, um welches schöne Buch es sich handelt, was ich jetzt hier vorlesen will. Es ist ungefähr so groß wie eine, oder sagen wir zwei Bananen. So, hier ist das Buch, ich kann das jetzt mal zeigen hier. Wer ein Foto sehen möchte, hier ist das Foto. Für die Menschen, die das Foto jetzt nicht sehen können, es ist ein Foto von Heinrich Heine, dem Dichter und Lyriker aus Düsseldorf. Er sieht auf diesem Foto sehr gespannt aus und denkt sicherlich, was kommt jetzt gleich im nächsten Jahrhundert. So, hier ist eine kleine Widmung reingeschrieben, direkt vorne als, sagen wir mal, Bonbon auf der dritten Seite, also das Blatt Nummer 6, oder nein, das dritte Blatt, Seite Nummer 6. Eine Widmung hier an mich gerichtet. Lieber Helge, komm mal, na, wie geht's dir, altes Haus? Fragezeichen. Wann kommst du uns denn mal endlich wieder besuchen hier in unserer kleinen, gepflegten Wohnung? Dein Freund, das kann ich kaum erziffern, Heinrich Heine, komm mal Helge, Punkt. Und geht's weiter auf der anderen Seite. Deine Sorgen möchte ich haben. Du, dir geht's wohl ganz gut, Helge. Kaum Arbeit, aber genug Geld. Wenn ihr wüsste, dass ich eigentlich ganz arm bin. Helge, komm mal, wenn du uns besuchen kommst, bring doch wieder den Aal mit, den du schon mal mit hattest. Der war sehr lecker gewesen. Es grüßt dich dein Freund Heinrich Heine hier aus Düsseldorf. Helge, komm mal, dein Heinrich Heine, Punkt. PS, Helge, du bist nicht nur mein bester Freund, sondern ich schätze dich. Dein bester Freund Heinrich Heine, komm mal, Helge. Tschüss, Helge, komm mal, Heinrich Heine. Komm mal, Helge, tschüss. Das war die Widmung gewesen, die ich nicht dem Leser nicht vorenthalten will. So, ich beginne. Ich lese Heinrich Heines sämtliche Werke, herausgegeben von Professor Dr. Ernst Elster. So. Seite 1. Ja, die Seite scheint nicht so interessant zu sein. Wir schlagen unwillkürlich eine andere Seite auf. Ich nehme die Seite 14. Komisch. Kann da die Seite 14 sein? Kann da die Seite 14 sein, wo da vorher so viele andere Seiten sind? Da soll Seite 14 sein. Wenn Sie sehen könnten, wie viele andere Seiten hier vorher sind, dann würden Sie jetzt auch nicht glauben, dass hier Seite 14 sein soll. Nein, die Seite lese ich nicht. Ich schlage unwillkürlich eine andere Seite auf. Ich nehme die Seite 413. Altes Lied. Du bist gestorben und weißt es nicht. Erloschen ist dein Augenlicht. Erblichen dein rotes Mündchen. Und du bist tot, mein totes Kindchen. In einer schaurigen Sommernacht habe ich dich selber zu Grabe gemacht und so weiter und so weiter. Das scheint mir nicht das Geeignete zu sein für diesen lustigen Literaturkreis. Nachtgedanken lese ich auch nicht. Ich lese eines meiner Lieblingsgedichte auf Seite 229. Gedicht Nummer 10. Ich habe jetzt mit drei Fingern gezeigt. Nur mit drei Fingern ist ein Gag. Das können Sie jetzt nicht sehen. Das Fräulein stand am Meere. Es deutete lang und bang. Es rührte die Dunere. Der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter?
ein altes Stück. Hier vorne geht's hinunter und kehrt von hinten zurück. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich nicht kaputt gelacht. Danke, Heinrich Heine. Buch muss man sich merken. Und weiter geht's mit Musik.